Zuletzt bei Horizon Forbidden West. Auf der Suche nach Talana trafen wir auf einen Tenakt-Stamm, der uns um Hilfe bat. Wir sollten einige Maschinen erledigen und die Herzen einsammeln, damit das kleine Dorf im Herzen der Wüste aus der Hauptstadt Wasser bekommt. Sie tauschen nämlich Maschinenteile gegen Wasservorräte. Dies konnten wir einrichten und als wir Talana im Süden in der Wüste fanden, war sie inmitten eines Osaram-Lagers, welches hier feststeckt. Wir müssen eine geheime Tunnelroute freiräumen, damit der Osaram-Nachschub gesichert ist und sie zu ihren Ausgrabungsstätten vordringen können. Grüße aus der Wüste, meine lieben Freunde. Wir sind ja wirklich mitten im Nichts und unsere heutige Mission ist es, diesem Lager komplett aus der Patsche zu helfen. Dafür müssen wir einen Tunnel freiräumen. Wir müssen uns um einen Langhals kümmern, wobei das jetzt nicht wirklich eine Hilfe ist, das ist vor allem für uns gut. Und wir müssen eine Ausreißerin finden, die das Lager stürmisch verlassen hat. Ich würde aber erstmal vorschlagen, dass wir uns jetzt zumindest am Anfang erstmal um den Tunnel kümmern. Weil das klingt doch irgendwie nach einer sehr coolen Quest. Da habe ich einfach wirklich sehr, sehr Lust drauf. Wir müssen irgendwie schauen, ob wir den frei bekommen, ob wir die andere Hälfte des Trupps finden, weil die sind nämlich gemeinsam durch diesen Tunnel gelaufen, aber nur eine Hälfte kam raus. Und das ist irgendwie, so sollte es nicht sein. Und den Weg nach Osten freimachen. Richtig. Und vor allem, wenn wir den Weg halt frei machen, dann könnten halt auch wir theoretisch durch. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass wir die Schnellreisefunktion haben. Wir sind da jetzt so ein bisschen außen vor. Aber irgendwie finde ich das cool, wenn wir die Karte halt insofern erschließen, ne? Dass wir da halt jetzt halt sozusagen wirklich, den Weg frei machen, ne? Irgendwie schon eine geile Vorstellung. So. Das sind Trümmer. Aber keine Blockade oder Spur des vermissten Trupps. Aha, Freunde. Den Feuerglimmer müsste ich sprengen können. Ja. Jetzt weg damit. Gut. Das ist doch schon mal gar keine schlechte Sache. So. Das können wir aufmachen, ne? Sehr schön, Guys. Das sieht nach einer guten... Hier drin lebt noch jemand. Ja. Oh, wow. Hier? Nee, warte mal. Mit wem soll ich denn da reden? Hier ist doch gar keiner. Ah, da liegt jemand! Ich dachte, ich träume. Was ist passiert? Ein Schrecken im Dunkeln. Die Welt erschauderte. Eine Maschine? Ich hab's nicht gesehen. Die Karawane. Wir rannten alle. Alles stürzte ein. Krabbelte hierher. Konnte nicht entkommen. Kam jemand raus und fand die erste Karawane? Ja, das hat jemand. Gott. Wenigstens bin ich nicht allein. Ist sie tot? Ich hätte doch gerade... Oh, okay. Sag mir so aus, als ob die noch leben würde. Wohl etwas Großes den vermissten Trupp angegriffen. Ich beeile mich lieber. Mhm. Okay, was steht hier? Mutter, du kommst sofort hierher, Josh. Ich muss zuerst zum Safe. Nein, wir brauchen diese Vorräte. Er ist ganz in der Nähe. Lass es, ich kenne den Tunnel wie meine Westentasche. Ich arbeite hier. Ich habe genug Zeit. Okay. Es gibt hier irgendwo einen Safe mit viel Loot, Freunde. Das ist prinzipiell eine gute Aussicht. Der Klang gefällt mir gar nicht. Mhm. Was lebt hier unten, Freunde? Ob mich kann ich was aufbrechen? Ah, dieses... Ah, kapiert. Diesen Kofferraum. Was lebt hier unten, Freunde? Vermisst der Expedition. Anscheinend haben die Gräber sie erwischt. Okay. Ich glaube, diese Pilze sind ja quasi auch eine heilende Beere, ja. Okay. Habe ich irgendeine Chance, mich hier zu verstecken? Oder muss ich einfach in den offenen Kampf? So. Gräber. Was steht da oben? Stachelschnauze. Ist das so ein Ameisenbär?
Ich habe keine Ahnung, Freunde. Aber ich glaube, dass wir das hier schon schaffen können. So, ich nehme den noch raus und die anderen werden dann wahrscheinlich mitbekommen, was hier abgeht. Vermute ich mal. Erwischt. Sehr gut. Oh, what? Der lebt noch! No! Auf Abstand, Freunde. Und dann machen wir den Rest einfach jetzt per Pfeil. Als ob das nicht gereicht hat. So. Eben schießen wir hier auf die Behälter. Boah, ich müsste mir echt nochmal überlegen, ob ich mir diesen Säurebogen nochmal anlege. Okay, was geht jetzt ab? Ah, der hat seine Kollegen stärker gemacht. Du Sau. Okay. Treff den noch nicht ganz in die Augen, so wie ich will. Der weiß schon wieder nicht, wo ich bin. Der liegt noch am Boden. Ich meine, er lag am Boden. Er liegt immer noch am Boden, aber jetzt lebt er nicht mehr. So. Zack, dann schießen wir dem mal hier die Behälter ab. Oh, der ist sogar gestürzt dadurch. Oh, das... Bruder, alles gut bei dir? No, gib ihm! Sehr schön. Hat ihn jetzt nicht gekillt, aber erstmal nicht weiter schlimm. Wir versuchen ihm trotzdem hier die Behälter abzuschießen. Ja. Bam, Freunde. Let's go. So, dem versuche ich ins Auge zu schießen. Ja, aber das sind irgendwelche stärkeren Versionen von diesen Gräbern. Aber ich glaube, nee, der Kollege lebt noch. Habe ich den gescannt? Was bist du für eine Version? Aua. Ich wollte dich doch scannen, Bro. Ein Spitzenaufspürergräber. Ah. So, aufpassen. Putz. So. Reicht, glaube ich, nicht ganz. Nee. Die sind auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser. Diese Spitzen, das sind quasi so Elite-Versionen von denen. Diese Osseram. Sie sagte, eine Art Schrecken hätte sie angegriffen. Ich glaube, die Gräber waren es nicht. Nee. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, hier liegt noch irgendwas rum, was nochmal ein bisschen ekliger ist. Irgendwas ist hier noch. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Nehmen wir uns den wohlverdienten Loot mit. Da oben ist nochmal so ein Pilz. Da ist meine Kiste. Sehr schön. Oh, mit explosivem Schlamm. Sehr geil. Das brauche ich, um meine Scharfschusspfeile zu machen. Okay. Kann ich nicht ziehen. Dann ziehen wir hier mal ein paar Stahlträger raus. Respekt, Aloy, ne? Dass du die Power dafür hast. Ich glaube, ich würde einfach ziehen, denn es würde gar nichts passieren. Aber sie, deswegen ist sie auch Aloy, ne? Deswegen bin ich auch nur Lauch LP, der Let's Plays mit Aloy macht. Klingt, als käme es von weiter drin. Ach du Scheiße. Das hat übel laut gebrüllt und sie so, ja, ja, hier scheint wohl was aufgescheucht worden zu sein. Aber der Tunnel ist wieder offen. Das ist der Ausgang, glaube ich, oder? Schnell weg hier. Da scheint es rauszugehen. Ach, das verfolgt mich. Was war das? Das sah sehr peinlich aus. Ein Steinbrecher. Er muss die Osseram auf dem Weg hindurch angegriffen haben. Aha! Oh shit, der kommt zu mir, Freunde. Der hat Bock auf mich. Den kennen wir schon aus Zero Dawn. Habe ich ihn geladen? Ich weiß es nicht. Uff, uff, uff. Okay, 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 okay. Habe ich irgendeine Chance, den zu scannen? Ja, ich habe ihn auf jeden Fall gescannt. Zack. Ich glaube, da habe ich auch die Markierung gesetzt. Okay, Freunde. Wir kämpfen. Oh, warum kann ich meinen Bogen nicht zücken? Okay, ich kann ja jetzt erst zücken. Let's go, Freunde. Das erste Mal, dass wir hier in Forbidden West gegen so ein Vieh kämpfen. Ich weiß noch nicht, was der passende Weg ist, gegen die vorzugehen. Ah! Okay. Hat sich erledigt, Freunde. Der Bro hat sich uns offenbart. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen vor allem gehen, damit muss die Gräberklauen treffen. Weil wenn man die trifft, dann kann er, glaube ich, bald nicht mehr kämpfen. Sehr gut. Da haben wir die erste Klaue schon ab. So, ich schieße einfach auf alles, was gelb leuchtet. Das wird schon irgendwas bringen, das abzutrennen, Freunde. So, zack, auf die Klauen. Aua, 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 aua. Oh shit, ich glaube, der hat mir irgendwelche Knochen gebrochen. Deswegen geht es mir nicht mehr so gut. So, da hinten ist er wieder unterwegs, Freunde. Hier kommt der Bro. Hat er da was kaputt gemacht?
So, aufpassen. Ah, der kommt immer so rausgesprungen, die Sau. Aber er präsentiert uns wieder seinen Bauch. Aua. Aber jetzt brennt die Sau. Doch, das kriegen wir schon hin. Diese Kämpfe dauern einfach... Oh, schön ausgewichen. Nicht ausgewichen. Hä? Ich dachte, ich wäre ausgewichen. Naja. Sehr gut. So, und da ist unser Freund wieder, Freunde. So. Da haben wir ein Bauteil ab. Und da ist noch ein Bauteil ab. Oh, das war's sogar schon mit ihm. Sehr geil. Steinreicher wird niemandem mehr Schwierigkeiten machen. Die Osserer müssen von Osten in die Schlucht gekommen sein. Das sehe ich mir mal an. Ja. Sehr schön. Ist das hier die Gräberklaue? Ja, das ist die Grabklaue. Und das ist wahrscheinlich auch das Haupt-Upgrade-Ding. Ich hätte dem eigentlich noch mehr Klauen abschießen müssen, fällt mir gerade auf. Aber immerhin haben wir eine. Das ist eigentlich schon mal eine ganz gute Sache. Na, besser als keine. Weil das sind die Sachen, die ich brauche, um dann eventuell irgendwo mit irgendwas meine Waffen upgraden zu können. Ich habe übelst viel von diesem Kühlsaft. Ich glaube, das muss ich nicht weiter einsammeln. Okay, also dann steppen wir nochmal weiter in den Osten. Auf den Wagen müssen die Vorräte sein, die der zweite Trupp bringen sollte. Horguf meinte, seine Kassette müsste darunter sein. Horgufs Kassette. Cool. Ich sollte sie zu ihm bringen. Da haben wir den optionalen Teil dieser Quest auch schon abgeschlossen. Gute Sache. So, und jetzt müssen wir aber noch irgendwie den Zugang weiterhin noch eröffnen. Habe ich die Beere? Ja. Ey, was für eine coole Quest, so diesen Tunnel freizuräumen. Ich fühle das. Oh, ich glaube, jetzt macht's gleich Bumm. Die Wand ist wohl beim Angriff des Steinbrechers eingestürzt. Nee, warte mal, was muss ich... Osserer in der Schlucht eingesperrt. Der Rest muss in den westlichen Tunnel gerannt sein, um zur anderen Seite zu kommen. Wenn ich das hier sprenge, kann ich das Geröll beseitigen. Ja. Kann ich das in eine Eisexplosion nehmen? Nein. Okay, dann mache ich mal kurz so einen Speer hier. So. Gut. Der Tunnel müsste jetzt frei sein. Borghoff sollte das erfahren. Cool. Nice. Dann hätten wir jetzt wirklich diesen kompletten Bereich abgeschlossen, ne? Das ist halt voll geil. Wir haben jetzt quasi einfach diesen Durchweg haben wir uns jetzt gerade eröffnet durch die Quest. Voll geil. Ich mag so Quests, die halt wirklich richtigen Einfluss auf das Oberweltdesign haben. Voll gut. Richtig, richtig, richtig gut. So, aber ein Lagerfeuer müsste hier, glaube ich, auch auf uns warten. So sieht's aus. Dann düsen wir einfach wieder zurück ins Lager und dann hätten wir schon das erste Problem dieses Osaram-Lagers beseitigt. Der erzählt uns nochmal ein Gerücht. Sollen wir uns nochmal ein Gerücht anhören? Come on, was soll's? Die Anzahl der Leute halbieren. Oh, und die Stöberprämie der Retterin. Einer unserer Späher hat im Südwesten alte Ruinen gefunden. Eine Reliktruine wahrscheinlich. Wenn die Grabung läuft, nichts werden wir in Schaben schwimmen. Ich habe das Gefühl, dass wir etwas übersehen haben. Naja, ich bin einfach enttäuscht. Vielleicht hast du nächstes Mal mehr Glück. Yep, noch eine Reliktruine. Sehr schön. Da habe ich jetzt auch schon länger keine mehr besucht, ne? Ansehen. Du bist zurück. Wie läuft's mit dem Tunnel? Hab den Rest des Trupps gefunden. Eine Person lebte noch. Zumindest eine Zeit lang. Sie wurden auf dem Weg hindurch von einem Steinbrecher attackiert. Die Armen. Das Stöbererleben kann schnell enden. Doch das ist einer der schlimmsten Arten. Tja, den Steinbrecher habe ich erledigt. Der Weg ist wieder frei. Haha, ich wusste, du schaffst es. Und, du hast nicht vielleicht meine Kassette gefunden, oder? Hier ist sie. Licht im Dunkel. Gibt's etwas, das du nicht kannst? Wetten, die ist nicht handgeschnitzt von der Mutter. Da ist einfach nur viel Geld drin. Hier, dein versprochener Lohn. Nach Beseitigung der Gefahr lasse ich den Tunnel abstützen und aufräumen. Dann rufe ich einen anderen Trupp und bring die Expedition richtig in Schwung. Ha! Vorwärts zur Grabung! Der Weg ist weit. Okay, was haben wir dafür bekommen? Sonnenflügelzirkulator, Maschinenkerne, Silberbarren. Okay, alles klar. Top. Dann hätten wir das schon mal geschafft. Dann kümmern wir uns jetzt, würde ich sagen, um den Langhals, weil damit bringen wir ein bisschen Licht ins Dunkel. Na? Damit können wir hier die Wüste uns ein bisschen besser erschließen. Was liegt denn hier? Was bist du denn? Dornrückenbeute, okay. Ich habe gesehen, dass hier so ein paar Dornrücken rumliefen.
Vielleicht haben die irgendwie das Lager angegriffen. Das Lager hat sich gewehrt. Oh, Freunde. Noch ein Langhals sendet ein Signal. Ich wusste, dass es hier ein... Da ist er. Aber auch hier ist wieder die Frage, wie komme ich da ran? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich den besteigen kann, oder? Sieht nach äußerer Ausrüstung aus. Wahrscheinlich der Trupp, von dem ich hörte. Der da einen Langhals verfolgte. Was haben sie hier gemacht? Oh, wow. Die wollten den Langhals zu Fall bringen. Dieses Ding schießt Anker? Sie wollten den Langhals zu Fall bringen. Wurden aber von den Maschinen überrascht. Könnte ich bloß irgendwie da hochkommen und den Schaden untersuchen? Es sei denn, ich hole den Langhals selbst runter und versuche ihn am Boden zu reparieren. Das wird nicht schön, aber zumindest wird er repariert. Ich wollte gerade sagen. Noch mehr tote Osseram. Sieht aus, als hätten sie eine Maschine mit sich gerissen. Alles klar, Freunde. Dann, dem Langhals wird das nicht gefallen. Aber wir tun's zum Wohle des Langhalses. Vielleicht versteht das irgendwann. Muss ich auf den Langhals schießen? Oder muss ich irgendwie so eine Art Seil spannen oder so? Weiß ich noch nicht. So, Freunde, da läuft er. Ich nutze jetzt noch kurz die Zeit, um mich ein bisschen umzuschauen. Weil hier habe ich noch ein paar Bären gesichtet. Die behalte ich als Vorrat. Zack. So, und der Langhals kommt jetzt dann bald in Reichweite. Den dürfen wir nicht verpassen, sonst müssen wir noch eine Umdrehung warten. Oh, was haben wir hier drüben? Was bist du? Ah, Text. Okay. So. Auf zur Balliste, Freunde. Es ist soweit. Puh. Muss ich einfach auf ihn schießen? Muss ich dem einfach in die Fresse bolzen? Ich muss den Anker an den Schwachstellen des Langhalses anbringen. Was sind denn die Schwachstellen? Ah, das war eine. Und ich brauche mehr Anker. Die Osseram müssten in dem Bereich noch mehr Ballisten platziert haben. Ich muss sie nur finden. Was, die haben mehr Ballisten platziert? Okay. Systemneustart. Eine Überbrückung könnte den Langhals reparieren. Ein Grund mehr, ihn zu Boden zu bringen. Okay, also ich ziehe jetzt die Balliste da hinterher. Oh, hallo auch. Ich bin nicht gekommen. Den da hat das Maschinenbild aufgerichtet. Aufpassen. Bist du eigentlich ein Gräber? Du hast so eine komische Waffe auf dem Rücken. Ja. Noch eine Balliste. Und sie hat einen Anker, den ich brauche. Ja. So. Oh, scheiße. Nein. Verzieh dich bitte. Bitte verzieh dich. Ich muss mich hierum kümmern. Wir lassen den Salz einfach liegen. Sehr schön. Auch das war ein Treffer, glaube ich. Einer mehr sollte schwer genug sein. Noch mehr Maschinen. Ich muss mich beeilen. So, machen wir hier Feierabend. Und dann machen wir hier bei dem Kollegen auch noch Feierabend. Oh, wow. Was hat mich denn jetzt getroffen? Oh, gib mir die Maschinen auf den Sack. So, der ist down. Ey, es gibt nichts Schlimmeres, als dieses umhergeschleudert werden. Weil man einfach das Gefühl hat, keine Kontrolle mehr zu haben. Jetzt kommt hier auch noch ein Bird. Ernsthaft? Oh, boy. Okay, ich habe keine Ahnung, was bei dir das Hauptupgrade, der Hauptupgrade-Rohstoff ist. Das ist dein Glück aktuell. Wahrscheinlich dein Schwanz hinten, ne? Okay. Aber du hast auch nicht viele Leben. Okay, er ist zu Boden gegangen. Zack. Abgetrennt. So, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit. Da ist noch ein Bird. Himmelsgleiter Klingenschweif. Yes, das brauche ich. Jetzt machen wir hier Feierabend für den Bro. Okay, dann versuchen wir jetzt, den zu Boden zu bringen. Hey, ich treff doch. What the fuck? Manchmal sind die Flugkurven der Pfeile so weird, finde ich. Ach, der ist gelandet, der Bro? Okay. Sehr schön. Dann habe ich das Hauptupgrade-Merkmal. Okay, und damit ist Feierabend, Bro.
Oh. Deinen Schweif nehme ich aber noch mit. Ich glaube, der ist wichtig. Aber jetzt habe ich verpasst. Oh, guck mal. Das hier hinterlässt sogar eine Spur im Sand. Alter, diese Detailarbeit. Holy shit. Okay. Ist da vorne die letzte Balliste? Hoffentlich. Ist der Langhals unterwegs? Boah, keine Ahnung, ne? Nee. Doch, da ist die letzte Balliste tatsächlich. Okay, treffe ich von hier? Die Waffe hat noch einen Anker. Dann benutze ich ihn. Okay. Und, ich warte hier kurz, bis der Langhals wieder da ist, Freunde. Warum kommt denn der Bro jetzt? Ich hab doch nichts mit dir zu tun. Aber ich glaube, der ist genau so programmiert, dass wenn ich bei diesem Anker stehe, dass der halt mal so zum Anker läuft und sich umschaut, ne? So, du hattest eigentlich keine Ahnung, dass ich hier bin. Du hast einfach nur Glück, dass die Videospielentwickler diese Power gegeben haben. So, hat es mal Rums gemacht hier an der Stelle. So, dann lege ich jetzt dem Kollegen kurz den nächsten Anker rein. Okay, passt das? Ja, okay. Jetzt flüchtet der sogar. Dein Ernst? Du haust jetzt ab? Okay, ich glaube, der... Oh, der Lange ist zu Boden gegangen. Tut mir echt leid, mein Großer. Jetzt nehmen wir aber erst den Kollegen hier vorne raus, Freunde. Der kommt hier an und muckt. Und flüchtet dann. Du lächerliches Stück Müll. Geil. So. Ich verlasse die letzte dieser Maschinen. Jetzt reparieren wir mal den großen. Ja. Ey, voll geile Quests, die wir heute machen, Leute. Das macht übertrieben viel Spaß. Oh, da sind super viele Beeren. Wartet, ich nehme erst die Beeren mit. Davon kann ich nämlich einige gebrauchen. Mein Vorrat ist nämlich wieder ordentlich zur Neige gegangen. Ey, dieses Bärensammeln ist echt lästig. Da muss ich wirklich sagen, da gefällt mir die Elden Ring oder Dark Souls Variante viel besser. Dass du einfach so eine Flasche hast, mit der du ein paar Aufladungen an Heilung hast. Und die füllst du halt immer wieder auf, wenn du an einem Lagerfeuer bist. Aber naja, okay. Dann reparieren wir den Kollegen. Und holen uns die Kartendaten. Sehr schön, Freunde. Der Kollege läuft wieder. Sehr stark. Sehr, 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 sehr stark. So, Freunde, schaut euch das an. Schaut euch das an. Uff, da haben wir jetzt mal uns was eröffnet. Okay. Gefällt mir, boah, wie viele Rebellenlager es gibt, holy shit. Allein in dem Gebiet schon wieder 3 Stück. Ey, die haben sie wirklich wie Sand am Meer verteilt. Die fühlen sich echt ein bisschen blöd an, aber naja. Okay, dann gehe ich jetzt mit euch zu dieser Osaram-Ausreißerin. Und auf dem Weg dahin nehmen wir noch diesen Rebellen-Außenposten-Hops, ne? Ich glaube, das ist doch noch eine ganz gute, das ist doch eine ganz gute Quest für heute. Okay, ich glaube, wenn ich jetzt einfach dem Signal hier folge... Dann komme ich hoffentlich zu diesem Rebellenlager. Und dann würde ich sagen, haben wir heute richtig gut was geschafft. Ohne Scheiß. Guter Part. Ich hoffe, dass wir ihn jetzt auch gut zu Ende bringen. Und so. Am Boden. Zack. Kurz zu Boden gebracht. Einmal reinhacken. Aufsteigen. Und weiter geht's. Okay, bin ich hier richtig? Nein, noch ein bisschen mehr Richtung Süden. Alles klar, in die Richtung ist das Lager. Hey, Bro. Oh, 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 oh. Okay, Freunde. Aber das ist actually vielleicht gar nicht schlecht. Haltet mich für verrückt. Aber ich habe seit Ewigkeiten schon nach so einem Vieh gesucht, dass wir an die Upgrade-Rohstoffe von der mal rankommen. Wir müssen da nämlich, glaube ich, genau diese Panzerstücke da abtrennen. Aber ich glaube, jetzt greift mich noch irgendwas anderes an.
Wartet. Ich werde jetzt hier nämlich schön Stück für Stück deinen Panzer auflösen, ne? Und mir dann deine Upgrade-Teile mitnehmen. Okay, das ist unfassbar, wie schnell sich in diesem Spiel diese geplante Mission ändern kann. Boah, Alter. Wie willst du dem denn ausweichen? So, dann schießen wir mal hier hin. Nein. Hier hin. Hier hin. Ah, fuck, der hat da Waffen dran da vorne. Boah. Nein. Ja. Also ich treffe die Klemmen zumindest ab und zu mal. Aber so ganz optimal läuft das noch nicht. Boah. Die sind so klein, diese Klemmen, die du da treffen musst. Och, jetzt kommt da schon wieder so ein kleiner Pisser. Oh, scheiße, Freunde. Der hat sich verbuddelt. Das heißt, die kommt gleich wieder irgendwo rausgeschossen. Und begräbt mich wahrscheinlich unter sich. Ich wechsle unten gleich mal auf meine... Aua. Ah, da ist sie. Auf meine kleinen Heiltränke. Ich fülle mal auch kurz mein Bärenlager wieder auf. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben so sehr. Aber so leicht werden die mich nicht los, Freunde. So leicht werden die mich nicht los. Oh Gott, da sind 8 Millionen Wildschweine. Okay. Das ist natürlich jetzt auch interessant. Uff. Ah, wow, der Kollege ist schon tot. Okay, die halten viel weniger aus als gedacht. Oder das heißt viel weniger aus. Ich bin einfach viel stärker geworden, ne? Aufpassen. So, ich kämpfe hier nochmal kurz durch, Freunde, und dann kämpfe ich nochmal gegen die Schildkröte. Okay, aus irgendwelchen Gründen finde ich diese Schildkröte jetzt nicht mehr. Ich dachte eigentlich, die wären hier. Die wäre hier gewesen. Aber die ist hier nicht. Hm. Naja, nicht so wichtig, Freunde. Dann werden wir die Schildkröte vielleicht nochmal irgendwann anders in Angriff nehmen. Jetzt kümmern wir uns mal um diesen Außenposten. Das Geile ist, dass in diesen Außenposten auch immer richtig viele Bären sind, Freunde. Das ist immer mega strong. So, ich mache mal meinen Scharfschussbogen voll. Oh, wow, wir machen jetzt mittlerweile 9 Pfeile, weil wir das geskillt haben. Sau stark, sau stark. Zack. Weil er nämlich so strong ist, kann ich die Kollegen einfach rausnehmen. So, One-Shot, indem ich ihn einfach in die Brust feuer. Oh, nee, der Kollege lebt noch. Mist, ich glaube, ich treffe da mal die Schulterplatten oder so. Mhm. Oh, Mann, ey. Bewegende Ziele schießen ist echt weird in dem Game. Damn, nice. Sehr schön. So, der Kollege macht hier gleich Feierabend. Dafür sorge ich. So, und sein Wildschwein auch. Ich hoffe mal, da kommt auch noch ein Berittener. Oder eine Berittene in dem Fall. Sehr schön. Ich habe irgendwie so gar keinen Respekt mehr vor diesen Rebellenlagern, weil die irgendwie teilweise so einfach sind, weil diese menschlichen Gegner irgendwie... Also die stellen halt irgendwie so gar keine Gefahr da. So Maschinen schon, aber menschliche Gegner ist immer so, ja, ja, ne, ganz, ganz nett. So. Ciao, Bro. Ah, bist du der Boss? Der Soldat mit der schweren Rüstung ist der Boss dieser Truppe. Ja, er ist der Boss. Warte mal, dann nutze ich jetzt gleich hier mal meine... Power-Schüsse. So, das heißt, ich habe jetzt, glaube ich, 4 starke Schüsse, wenn ich das richtig verstehe. Gut, den erstmal in den Sand gesetzt. Den zweiten auf die Rüstung. So, ich will dir mal diesen scheiß Helm ausziehen. Beiseite, beiseite. Okay, das Wildschwein kämpft gerade für mich. Das ist ja mal übel korrekt. Was macht der denn jetzt? Der buddelt da im Sand irgendwie rum. Das Wildschwein verprügelt ihn. Was macht der da? Der kann Steine werfen? Nee, oder?
Nee. Okay, Freunde. So, der Bro ist wieder am Start. Wow, jetzt habe ich es schon geschafft, ihm die Maske abzunehmen. Der hat vorhin viel mehr ausgehalten. Alter, was war das denn bitte für ein lächerlicher Steinwurf, der mich da getötet hat? Also, das ist ja so Panne. Real Talk. Was haben die sich denn dabei gedacht? Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Macht er es jetzt schon wieder? Nee. Okay, er stürmt auf mich zu. Ja. Ganz süß. Ich treffe nur seinen Kragen. Ich habe das Gefühl, ich kann ihm keine Headshots geben. Doch, jetzt halt. Alter. Mein Gott, gehst du mir auf den Sack. Oh, wir haben wieder so eine Marke bekommen. Sehr schön. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Ja, wir kümmern uns jetzt um sie, Freunde. Aber so safe. Das ist, da machen wir jetzt hier gar keine halben Sachen. Weil die kann man nämlich auch hier im Kampf treffen. Putz. Machen wir 1, 2 Blockbrecher. In die Fresse. Feierabend. Damn, wir sind Level 30. Wow, cool. I like this. So, und wir haben das nächste, den nächsten Rebellen-Außenposten hops genommen. Ey, aber dieser Steinwurf. Also, was war dieser Steinwurf? Die Flugkurve von dem Ding, der Schaden wieder... Nein. Vor allem, wo zieht der so einen Stein aus einer fucking Wüste her? So, was ist das? Oh, hier mitten im Sand ist ein riesiger Felsbrocken. Geil. Den, oh. Halt. Oh mein Gott. Was machst du denn da drin? Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist, glaube ich, so ein... Ist das ein Versänger oder ein Verwüster? Okay, ich habe ehrlich keine Lust, gegen den zu kämpfen. Ich bin ganz offen und ehrlich zu euch. Dachte mir, ich schieße da mal rein und gucke, was passiert. Aber ich glaube, ich habe es mir dann doch anders überlegt. Okay. Aber ich glaube, der dürfte jetzt auch als grün markiert sein. So, sehr schön. Hier drüben ist sogar noch ein Lagerfeuer. Das aktivieren wir noch kurz. Damit wir einfach ein paar mehr Schnellreisepunkte hier im Süden haben. So, aber ich will immer noch in Richtung der Osaram-Ausreißerin reiten. Auch wenn wir die jetzt heute nicht mehr besuchen werden. Das Lager hat mich etwas mehr Zeit als geplant gebraucht. Aber ist ja jetzt prinzipiell erstmal nichts Schlimmes. Rebellenlager ist Rebellenlager. Und wenn da noch so ein schöner Steinwurf kommt, ne, dann ist das halt so. Jetzt sind hier nochmal diese Drecksvögel. Geiler Treffer direkt ins Auge. Nochmal ein geiler Treffer direkt ins Auge. Oh mein Gott, er ist einfach tot, bevor er überhaupt losfliegen kann. Sehr schön, das sind Erfahrungspunkte, die nehme ich mir sehr gerne mit. So, und dann hüpfen wir jetzt noch einfach ein bisschen hier in den Bergen rum. Ich glaube, dass das der sinnvollste Weg ist. Wir müssen sowieso nach oben. Ich glaube, die Osaram-Dame, die uns diese Quest gegeben hat, meinte auch, dass die in die Berge geflohen ist. Und dementsprechend sind wir hier, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war Horizon Forbidden West für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns noch um die Ausreißerin. Dann dürften wir, glaube ich, tatsächlich... da liegt einfach ein Toter. Holy shit. What, der ist tot? Okay. Und dann kümmern wir uns Stück für Stück um Poseidon, Freunde. Denn das nächste Teil von Gaia ist ebenfalls in der Wüste, in der wir uns jetzt schon rumtreiben. Und das kann sehr, sehr, sehr spannend werden. Nämlich hier unten ist Poseidon. Hier in diesem riesigen Sandmeer. Das scheint eine Stadt gewesen zu sein. Ich freue mich drauf. Im Paulson, Lord Ryomas, Shorty und Seon Kimura, vielen, vielen Dank euch für den Monster-Support per Kanalmitgliedschaft. Echt fettes Danke, Mann.